können schnell gucken auf den nächsten und heute letzten Tagesordnungspunkt im Deutschen Bundestag, eine Aktuelle Stunde. Und in der wird es sich drehen um die Vorgänge, die wir in den vergangenen Tagen, ja, man kann sogar sagen Wochen in Lützerath erlebt haben. Es ist eine Aktuelle Stunde, die auf Antrag der AfD-Fraktion hier zustande kommt und sie trägt den Titel Lützerath, Angriff auf den Rechtsstaat. Hintergrund sind natürlich die Demonstrationen, die es um den bereits geräumten oder zumindest weitgehend von den ursprünglichen Bewohnerinnen und Bewohnern geräumten Ort Lützerath im rheinischen Braunkohlegebiet in Nordrhein-Westfalen gegeben hat in den vergangenen Tagen. Erster Redner ist der klimapolitische Sprecher der AfD-Fraktion, Carsten Hilse. Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Landsleute! In der letzten Woche erhielten die Bürger eine Lehrstunde, wie Massenmanipulation durch Leitmedien funktioniert. In Dauerschleife wurde auf den Nachrichtensendern live aus Lützerath berichtet, in dem schon lange kein Bewohner mehr anwesend war. Nur noch Klimaterroristen hatten sich in den Häusern verschanzt und sahen der Konfrontation mit der Polizei freudig entgegen. Diese verabscheuungswürdigen Gestalten bewaffneten sich nicht nur mit Wurfgeschossen, Steinen und Pyrotechnik, sondern auch Mordwerkzeugen, sogenannten Molotow-Cocktails. Das Werfen von Molotow-Cocktails auf Polizisten, für die Verbrecher nur Schweine in Uniform, ist mindestens versuchter Totschlag, weil der Tod des Opfers billigend in Kauf genommen wird. Nach meiner Auffassung handelt es sich hier sogar um versuchten Mord, da niedere Beweggründe zu unterstellen sind. Diese potenziellen Mörder als Aktivisten zu verharmlosen, ist ein Schlag ins Gesicht aller Einsatzkräfte. Ich weiß, dass es auch Menschen gibt, die aufgrund der tagtäglichen Indoktrination wirklich daran glauben, dass uns eine Klimakatastrophe ereilt, auch wenn dieser Glaube vollkommen irrational ist, lediglich befeuert durch die falschen Weltuntergangspropheten. Die meisten dieser Verstrahlten demonstrieren friedlich. Aber diejenigen, denen schwerste Verletzungen oder gar der Tod des Gegenübers vollkommen egal ist oder diesen sogar herbeiführen wollen, sind potenzielle Mörder. Absurder wird es noch, wenn sich grüne Kommunisten aus dem Bundestag mit diesen Verbrechern solidarisieren. An welcher lichterloh brennenden Hanfplantage muss man vorbeigelaufen sein, um hier im Bundestag für den Abriss zu stimmen der letzten Häuser und dann nach NRW zu fahren, um sich mit diesen potenziellen Mördern gemein zu machen. Pure Heuchelei. Und natürlich gab es auch ein Stelldichein mit der Vielfliegerin Luisa Neubauer und dem am Asperger-Syndrom leidenden bedauernswerten Mädchen. Beide ließen sich für ihre unterbelichteten Fans, Medien wirksam ein paar Meter durch den Schlamm tragen und machten sich so dann wieder auf in die wohlbehütete und gut beheizte Villa von Mama und Papa. Das bedauernswerte Mädchen weiß es wohl nicht besser, aber die verwöhnte Göre, die niemals in ihrem Leben hungern oder frieren musste, die das Geld verprasst, das ihre Vorfahren vor allem durch Unterstützung der Nationalsozialisten anhäuften, ist Teil der großen Inszenierung vom vermeintlichen heroischen Kampf gegen geldgierige Konzerne. Dass die Villa von Mama und Papa kalt bleibt, wenn diese Konzerne keinen Strom und keine Wärme mehr liefern, geht über den Horizont dieser geistigen Tiefflieger. Wie beschreibt Albert Einstein doch so trefflich diese Menschen? Zitat: Manche Menschen haben einen geistigen Horizont mit Radius Null, und das nennen sie dann ihren Standpunkt. Zitat Ende. Und natürlich haben die Klimaextremisten, also die potenziellen Mörder von Lützerath und die klebstoffsüchtigen Verkehrsbremsen, nicht nur eingeschränkte kognitive Fähigkeiten, sondern überhöhen sich auch noch moralisch selbst, um die Straftaten, die sie begehen, mit dem guten Zweck zu begründen. Das ist es, was Kommunisten und Sozialismus in allen ihren Ausprägungen immer getan haben. Unter dem Motto, der Zweck heiligt die Mittel, haben sie den Menschen eine bestimmte Lebensweise aufgezwungen, ihre Freiheit eingeschränkt und im schlimmsten Fall ermordet, um das hehre Ziel zu erreichen. Deswegen haben Klimaterroristen auch kein schlechtes Gewissen, wenn wie bei der Radfahrerin, die von einem Lkw überrollt wurde, Menschen sogar zu Tode kommen. Das nenne ich Menschenverachtung pur. Nun ist es natürlich legitim und laut Grundgesetz auch das gute Recht jedes Menschen, friedlich zu demonstrieren. Wenn aber diejenigen, die für Frieden, Freiheit, Selbstbestimmung auf die Straße gehen, kriminalisiert und diffamiert werden, ihnen absurderweise Rechtsextremismus oder gar Antisemitismus
Antisemitismus angedichtet wird, gleichzeitig potenzielle Mörder als Aktivisten verharmlost werden, ist das ein medienpolitischer Skandal ohnegleichen. Natürlich kommen der von den Grünen Kommunisten geführten Bundesregierung derlei Aktionen sehr gelegen. Den Rezipienten von der Leitmedien wird so weisgemacht, dass politischer Handlungsdruck bestünde, die selbst initiierten Kompromisse, zum Beispiel den Kohlekompromiss, für nichtig zu erklären. Die Klimaextremisten wollen natürlich gar keinen Kompromiss, sondern ihre Maximalforderungen durchsetzen. Aber selbst wenn sie einen Kompromiss eingehen, ist dieser komplett wertlos, da sie diesen bei nächster Gelegenheit wieder aufkündigen. Ein Kompromiss mit grünen Kommunisten ist das Papier nicht wert, auf dem dieser niedergeschrieben wird. Das sollten vor allem denen klar sein, die sich mit ihnen in parlamentarische Bettchen legen. Der einzige Weg zurück zu vernünftiger Energiepolitik ist konsequent vernunftgeleitete Politik. Und die gibt es im Moment nur mit der AfD. Ich hoffe, dass die CDU irgendwann ihren Merkelismus überwindet und wieder zu konservativer Politik zurückkehrt. Schönes Wochenende. Vielen Dank, Herr Kollege Hilse. Nächster Redner ist der Kollege Sebastian Fiedler, SPD-Fraktion. Und Sebastian Fiedler ist in der SPD-Fraktion Sprecher für Kriminalpolitik. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Interessierte. Es ist bei einem Antrag eben nicht egal und bei einer Aktuellen Stunde, von wem sie kommt. Und wenn wir eine Situation haben, wo die Rechtsausleger meines Erachtens die Rechtsextremen sich über Linksextreme austauschen, dann ist gut, wenn aus der Mitte das Ganze so ein bisschen eingeordnet wird. Denn wir haben ja sozusagen so ein Beispiel erlebt. Das ist schon irgendwie ein bisschen krass, wenn auch mit der Rechtsstaat in der Überschrift auftaucht und diejenigen, die eine große Belastung und ein Problem für den Rechtsstaat sind, sich ausgerechnet dazu äußern. Das muss ich schon sagen. Da gehört schon echt was zu. Aber wir wissen ja auch, Ihnen ist das ziemlich egal, was hier am Podium erzählt wird. Sie wollen viele Klicks erreichen. Das haben Sie vielleicht jetzt möglicherweise wieder hingekriegt. Herzlichen Glückwunsch. Ich will ein paar Sätze sagen zu Lützerath und will das ein bisschen einordnen und will nicht nur über diejenigen, die in einer Vielzahl friedlich demonstriert haben, sondern will ein paar Sachen einordnen. Das hauptsächlich tut das der Nordrhein-Westfälische Landtag. Ist das nicht so ganz unsere Spielwiese, aber ich will auf ein paar Aspekte durchaus auch eingehen, weil die gesagt gehören. Es gab durchaus brennende Barrikaden, Würfe mit Pyrotechnik, Farbbeuteln, Steinen, Flaschen, Molotow-Cocktails auf Polizistinnen und Polizisten, Mitarbeiter von RWE. Es gab unglaublich dämliches und lebensmüdes Verhalten an der Abbruchkante, weil es halt schweinegefährlich gewesen ist, weil sie abstürzen konnte. Das Pferd einer Polizeireiterin wurde aufgehetzt, sie musste abspringen, um sich zu retten. Über 100 verletzte Polizisten, sehr strittige Zahlen, wie viele das auf der anderen Seite gewesen sind. Alles sind Menschen, deswegen wünsche ich von dieser Stelle allen gute und schnelle und vollständige Genesung. Mein Mitgefühl ist allerdings offen gestanden mehr bei den Polizistinnen und Polizisten, weil ich zu den wenigen gehöre, die sich erinnern können, wie es ist, in Uniform Leuchtspur, Geschosse und Steine um die Ohren zu kriegen. Nach all dem, was wir wissen, hat die Polizei, was den Einsatz angeht und was wir aus Nordrhein-Westfalen hören, ganz guten Einsatz gemacht. Wie das sich mit dem Innenminister verhält, wissen wir noch nicht. Da wird der Landtag, glaube ich, gut drauf gucken, weil wir wissen, dass der Innenminister derjenige ist, der mit dem Einsatz am Hambacher Forst den größten rechtswidrigen Polizeieinsatz der Geschichte des Landes zu verantworten hatte. Darauf darf man, glaube ich, noch mal hinweisen. Das sage nicht nur ich, sondern das Verwaltungsgericht Köln. Schauen wir aber ein Stück weit noch und nutzen die Gelegenheit über Lützerath hinaus. Und da gibt es durchaus ein paar ernstzunehmende Themen, auf die wir hinweisen müssen an der Stelle. Denn es gibt ernstzunehmende Hinweise darauf, dass wir im Moment auch auf den Linksextremismus gucken müssen, weil es eben in der großen, großen Masse der wirklich guten und engagierten Leute, die sich zum Klima engagieren, ein paar gibt, die im linksextremen Rand unterwegs sind und versuchen, tatsächlich diese Proteste zu unterwandern. Das ist durchaus ein Problem und es muss deswegen angesprochen werden, weil es die guten Bemühungen der Klimaaktivisten diskreditiert. Und ich will das deswegen in den Mittelpunkt stellen, weil wir uns hier deutlich noch mal sagen müssen, dass wir das alles sehr demokratisch anhand rechtsstaatlicher Grundsätze organisieren müssen, dass die Texte der letzten Generation inakzeptabel sind, wenn sie erpresserischen Charakter haben an der Stelle. Und dass es eben einige anarchische Extremisten gibt, die sich zufälligerweise jetzt vor wenigen Tagen in meinem Wahlkreis in Mühlheim an der Ruhr niedergeschlagen haben. Vor einer Schule wurde ein Auto eines Bauunternehmens in Brand gesteckt, mit Verweis einer anarchischen Gruppe auf Lützerath. Darüber hinaus
Aufrufe zu Anschlägen gehen in die Breite dort. Und das ist ein Thema, was wir nicht einfach wegschweigen können, sondern was wir offensiv adressieren und diskutieren müssen, weil wir es gerade eben nicht den Rechtsauslegern hier überlassen dürfen, über extremistische, antidemokratische Bestrebungen hier zu diskutieren. Das tun wir ganz gelassen und sehr objektiv aus der Mitte des Parlaments. Dafür brauchen wir Sie nicht. Und die Sicherheitsbehörden haben das im Auge. Und ich will deswegen einen kleinen Appell am Ende noch mal loswerden und will sagen, die guten und engagierten Menschen, die sich zum Klimaschutz engagieren, kleine Fußnote, ich würde mir wünschen, sie würden sich auch der Umweltkriminalität etwas näher annehmen, weil das ein Thema ist, was wir hier im Parlament noch mal intensiv nach oben bringen, was wirklich einen Impact hat auf die Klimaerwärmung und den Rückgang der Artenvielfalt. Und ich rate wirklich dazu, sich diesen Gewalttätern und Verfassungsfeinden zu widersetzen und dieser Unterwanderung gegenzutreten. Diskreditiert die gute Klimabewegung. Und ich schließe mit einem guten Satz von Udo Di Fabio, der beim Neujahrsempfang des Bundesjustizministers einen sehr klugen und weisen Satz gesagt hat, der trivial ist, aber sehr, sehr zutreffend ist. Wer Steine auf Polizistinnen und Polizisten wirft, der wirft sie auf die Demokratie und letztlich auf uns alle. Sebastian Fiedler aus der SPD-Fraktion in dieser Aktuellen Stunde, die auf Antrag der AfD zustande gekommen ist. Sebastian Fiedler ist Kriminalbeamter, war sehr lange sehr aktiv im Bund deutscher Kriminalbeamter. Nächster Redner Wilfried Oellers, Unionsfraktion und Mitglied im Rechtsausschuss. Mit dem im Dezember letzten Jahres gefassten Beschluss, dass durch den vorgezogenen Kohleausstieg in NRW die Dörfer Keimberg, Kuckum, Oberwestrich, Unterwestrich und Berwerath und die drei Feldhöfe Eggerathof, Holzhof und Weierhof erhalten bleiben, war aber auch gleichzeitig klar, dass Lützerath im Tagebau weichen muss. Das war das Ergebnis der Vereinbarung von Wirtschaftsminister Habeck und NRW-Wirtschaftsministerin Neubauer mit RWE. Wir im Kreis Heinsberg freuen uns darüber, dass nun die oben genannten Dörfer und die Feldhöfe bleiben, obwohl über 90% der Menschen in den neuen Dörfern wohnen und die allermeisten Häuser leer stehen. Und natürlich kann man diese Vereinbarung kritisieren und auch dagegen demonstrieren, aber bitte im Rahmen des rechtlich Erlaubten. Und Letzteres ist insbesondere am 14.01.2023 nicht geschehen. Aktivisten haben zur Gewalt gegen Polizeikräfte aufgerufen. Organisierte Aktivitäten der Aktivisten wollten gezielt Polizisten angreifen, verletzen und sich so gegen den Rechtsstaat wenden. Es flogen Steine, Flaschen, Molotow-Cocktails und Pyrotechnik gezielt in Richtung der Polizisten. Das Zitat wurde mir jetzt gerade schon vorweggenommen, aber Udo Di Fabio beschreibt es in der Tat auch so: Wer Steine auf Polizisten wirft, wirft Steine auf unsere Demokratie. Und dagegen muss sich der Rechtsstaat und die Demokratie zur Wehr setzen. Dies ist durch den Polizeieinsatz in Lützerath in verhältnismäßiger Art und Weise geschehen. Die Polizei hat eine intensive Kommunikation mit den Aktivisten sowohl vor als auch während der Räumungsarbeiten geführt. Die Polizei hat nicht nur Flächen für Demonstrationen zur Verfügung gestellt und ausgewiesen, sondern auch hergerichtet und damit gerade bei den feuchten Witterungsbedingungen für eine ausreichende Befestigung gesorgt. Die Presse wurde jede Berichterstattung ermöglicht. Es haben im Vorfeld Informations- und Diskussionstermine stattgefunden, um bereits vor den Maßnahmen Fragen zu beantworten und Anregungen und Besorgnisse aufzunehmen. Die Polizei hatte zudem eigens Kommunikationsbeamte eingesetzt. Wenn dann die Aktivisten derart aggressiv versuchen, sich der Allgemeinverfügung und den betroffenen Beschlüssen zu widersetzen, so muss die Polizei einschreiten. Schließlich hat sie auf die Aktionen der Aktivisten reagiert und musste mit zunehmender Zeit deutlicher reagieren, um Recht und Ordnung durchzusetzen. Der Innenausschuss im Landtag von NRW kommt in seiner gestrigen Sitzung fraktionsübergreifend einstimmig zu der Bewertung, dass die Polizei im gesamten Verlauf des Einsatzes richtig gehandelt hat. Zum gleichen Ergebnis kommt der Hamburger Polizeiwissenschaftler Raphael Bär, der die Einsätze der Polizei stets genauestens analysiert und sie auch nicht mit Kritik verschont. Die Anschuldigungen der Aktivisten sind bisher nicht belegt und müssen als gezielte Falschmeldungen bewertet werden. Selbst die angebliche lebensgefährliche Verletzung einer Person ist nicht belegt. Von den 14 in Krankenhäusern gebrachten Personen waren 5 Polizisten.
Die schlimmste Verletzung war lediglich eine Gehirnerschütterung. Der Einsatz in Lützerath wird von der Polizei NRW als schwierigsten Einsatz bewertet. Diesen Einsatz in der durchgeführten Art und Weise zu bewerkstelligen, gebührt große Anerkennung. Ich bedanke mich daher bei dem Aachener Polizeipräsidenten Weinsbach und allen Polizistinnen und Polizisten für ihre hervorragende Arbeit zur Verteidigung unseres Rechtsstaats. Was den Aktivisten jedoch ziemlich egal ist, ist, wie sich die noch in den 5 Dörfern wohnenden Menschen fühlen. Die Aktivisten verbreiten dort auch jetzt noch Angst. Sie tun so und wollen das. Sie beachten nicht die Rechte der Bewohner, bedrohen sie, beschimpfen sie und erheben den Anspruch, nun mit den 5 Dörfern machen zu können, was sie wollen. Wenn man weiß, dass hinter den Aktivisten die linksradikale interventionistische Linke steckt, so kann man sich ausmalen, was dabei herauskommt. Der Einsatz in Lützerath ist nun beendet. Die Menschen in den 5 Dörfern wollen in Ruhe leben. Sie wollen keine Aktivisten vor Ort haben. Über 90% der Bürgerinnen und Bürger wohnen in den 9 Dörfern. Die entsprechenden Häuser stehen leer. Die Verbliebenen wollen ihre Dörfer wieder lebendig machen und revitalisieren. Das ist das gute Recht dieser Menschen. Andere, wie Aktivisten, haben kein Recht, sich hier einzumischen und die Dörfer für ihre Ziele zu instrumentalisieren. Die Stadt Erkelenz wird in Kürze einen offenen Planungs- und Beteiligungsprozess starten. Kollege, für die Revitalisierung, ich komme zum Ende, bedarf es jedoch finanzieller Mittel, an denen sich Bund und Land beteiligen müssen, damit die 5 Dörfer wieder sich entwickeln können und in eine positive Zukunft gehen können. Vielen Dank. Wilfried Oellers für die Unionsfraktion sagt, die schlimmste Verletzung war eine Gehirnerschütterung. Na, ich glaube, ich würde da nicht tauschen wollen, selbst wenn das die schlimmste Verletzung bei diesen Demonstrationen und gelegentlichen Ausschreitungen war. Jetzt ist Wilfried Oeller noch massiv ermahnt worden, übrigens vom Bundestagsvizepräsidenten, bezüglich der Einhaltung der Redezeit. Dabei ist der Bundestag eigentlich ganz gut im Plan im Vergleich zu dem, was hier ursprünglich vorgesehen war. Lukas Benner am Pult, Mitglied im Rechtsausschuss, Mitglied bei Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Und er kommt aus Aachen, also aus der Gegend von Lützerath. Unsere ganze Region ist geprägt durch die Tagebauten Inden, Hambach und Garzweiler. Als ich klein war, haben meine Eltern immer gesagt, das sind die Wolkenmaschinen, die machen das Wetter. Aber wir müssen anerkennen, dass sich die Realität gewandelt hat. Heute erzählen Eltern ihren Kindern nicht mehr die romantische Geschichte von der Wolkenmaschine, sondern heute ist allen klar, Braunkohle ist ein absoluter Klimakiller. Vor diesem Hintergrund ist es klar, dass ich es als Erfolg sehe, dass wir den Braunkohleausstieg im Rheinischen Revier auf 2030 vorgezogen haben. Man kann das kritisch sehen, man kann noch diskutieren und vor allen Dingen kann man einfordern, dass das nicht ausreicht. Aber für unsere Region ist das eins, ein Schlussstrich für die Verstromung von Braunkohle im Rheinischen Revier. Und wenn wir einmal zurückschauen auf den März 2022, dann hat RWE gerade da das Urteil vor dem OVG Münster erhalten, dass die letzten Grundstücke in Lützerath Eigentum von RWE sind. In dieser Ausgangslage kommend haben wir es hinbekommen, gemeinsam mit NRW den Braunkohleausstieg um 8 Jahre vorzuziehen, 5 Dörfer und 3 Hofe zu retten. Das muss man als Erfolg deklarieren. Aber, und das möchte ich an dieser Stelle so deutlich sagen, das reicht nicht für das 1,5-Grad-Ziel. Das reicht nicht für all unsere Klimabemühungen und das reicht auch nicht, sie hinzustellen und zu sagen, wir haben es geschafft. Aber die Aufgabe, die vor uns steht, ist die Planungsbeschleunigung, ist mit dem erneuerbaren Ausbau voranzukommen, denn das Ziel muss doch sein, dass die Kohle unter Lützerath nicht verfeuert wird, weil jedes Windkraftrad, jede Wasserstoffanlage einen Beitrag dazu leistet, dass es sich nicht mehr lohnt. Bei all dem Protest in und um Lützerath möchte ich noch einmal sagen, dass ein Großteil der Menschen vor Ort absolut friedlich gegen Braunkohle demonstriert hat. Diese Demonstration, den Inhalt und das Ziel, dass wir mehr gegen die Klimakrise tun, teile ich, teilen wir und ich glaube, teilt der Großteil von Ihnen auch. Aber wenn wir uns anschauen, was in Lützerath passiert ist, dann muss man auf der einen Seite sagen, dass ich sehr froh bin, dass der Innenausschuss des Landes NRW sich auch die schrecklichen Bilder vom Samstag angeguckt hat, dass der Landtag von NRW da eine Aufarbeitung macht. Danke, Herr Krings.
Das, was wir gesehen haben, war im ersten Moment schockierend. Ich möchte aber auch sagen an dieser Stelle, dass auch das, was von Aktivistinnen und Aktivisten rund um Lützerath passiert ist, angesprochen werden muss. In der Nacht zum Donnerstag voriger Woche wurden die Scheiben meines Wahlkreisbüros in Aachen eingeschmissen. Dort, wo wir sonst gemeinsam für Ziele kämpfen, wie wir gegen die Klimakrise angehen, wo wir für demokratische Mehrheiten kämpfen und wo wir immer offen waren für den Diskurs, lagen Scherben. Die Ehrenamtlichen, die sich engagieren, sind eingeschüchtert und beängstigt von der neuen Art der Aggression. Die Worte, die zu hören waren, auch von Teilen der Aktivistinnen und Aktivisten, war Verrat und Widerstand. Und ich möchte hier einmal aus der Süddeutschen zitieren. Widerstand leistet man gegen Unrechtsregime. Wenn Widerstand geboten ist, dann ist jedes Mittel recht. Im Streit um die Umsetzung politischer Ziele ist das die falsche Kategorie, auch weil sie den Keim der Eskalation in sich trägt. Ich möchte sagen, wer zum Widerstand aufruft, der benutzt ein Mittel, was die Demokratie zur Verteidigung von sich selbst in unser Grundgesetz gesetzt hat. Wer die Grenze zu tätlicher Gewalt überschreitet, der verliert unser aller Solidarität. Man kann Gerichtsurteile kritisieren, man kann sie für falsch halten und ja, unser Rechtsstaat hält es auch aus, wenn man sich der Polizei in den Weg setzt und friedlich weggetragen wird. Aber wer Gewalt anwendet, der verlässt den politischen Diskurs. Und uns alle, zumindest diese Hälfte dieses Hauses, macht doch aus, dass wir für die bessere Idee streiten. Und die bessere Idee für den Diskurs und für ein Miteinander. Ich bin in der Voreifel groß geworden und aus meinem Fenster sehe ich immer noch die Kühltürme des Kraftwerks Weißweiler. Und wenn ich mir vorstelle, was 2040 jemand sieht, der aus diesem Fenster guckt, dann wünsche ich mir, dass man Windenergieanlagen sieht, dass man sieht, wie wir Strom aus Wasserstoff gewinnen, wie wir Strom aus Sonne ziehen und wie wir es hinbekommen haben, dass NRW die erste klimaneutrale Industrieregion Europas ist. Machen wir uns auf den Weg. Vielen Dank. Lukas Benner aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Er kommt aus der Region Aachen, hat auf ein Problem hingewiesen, das die Grünen im Moment haben mit Klimaaktivistinnen. Denn da gibt es einen ausgeprägten Dissens in diesen Zeiten. Den Aktivisten geht die Politik der Grünen nicht weit genug in Sachen Klimaschutz. Janine Wissler für die Linksfraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, die Klimakrise bedroht durch Naturkatastrophen, Dürren und Hunger das Leben und die Existenz vieler Menschen, vor allem im globalen Süden. Und auch hier sind wir mit den Folgen längst konfrontiert. Erinnern wir uns an die Flutkatastrophe im Ahrtal, an die Berichte zur Trinkwasserknappheit im Sommer, an die vielen Hitzetoten in unseren Städten, an die ausgetrockneten Flüsse und die Waldbrände in ganz Europa. Der Klimawandel ist eine existenzielle soziale Frage. Und wissenschaftlicher Fakt ist, es bleibt nur noch sehr wenig Zeit, um umzusteuern. Darum geht das. Und das muss man sich vor Augen halten, wenn wir heute darüber diskutieren, dass im Jahr 2023 ein Dorf abgebaggert wird, um die darunter liegende Braunkohle abzubauen. Dort wurde ein Windpark abgerissen, um weiter Kohle zu fördern. Und das, obwohl Studien belegen, dass die Kohle unter Lützerath gar nicht gebraucht wird für die Versorgungssicherheit. Das ist grotesk. Und warum das alles? Weil sich die Ampel und die schwarz-grüne Landesregierung in NRW den Profitinteressen von RWE offensichtlich stärker verpflichtet fühlt als im Klimaschutz. Und da haben sie auch gar kein Problem, Menschen zu enteignen. An anderer Stelle prangern sie das ja an. Es waren Bundeswirtschaftsminister Habeck und die NRW-Landeswirtschaftsminister Neubauer, beide Mitglieder der Grünen, die den vermeintlichen Kompromiss mit RWE ausgehandelt haben. Vor der NRW-Landtagswahl waren die Grünen in Lützerath und haben alle Dörfer bleiben skandiert. Heute verteidigen sie das Abbaggern und reden sich raus mit dem Argument, RWE habe ja das Recht dazu, abzubaggern. Wenn das so ist, stellt sich die Frage, warum haben sie das den Leuten nicht vor der Wahl gesagt? Warum sind sie nicht nach Lützerath gefahren und haben gesagt, alle Dörfer bleiben, es sei denn, RWE besteht darauf, sie abzubaggern? Und was ist denn mit den rechtlichen Verpflichtungen zur Einhaltung der Klimaziele? Was ist denn mit dem internationalen Abkommen wie das Pariser Klimaabkommen? Was ist denn das für Sie? Ist das eine unverbindliche Empfehlung? Ist das was, woran man sich so lange gebunden fühlt, bis es irgendein Konzern stört?
Bei internationalen Konferenzen zeigt die Außenministerin mit dem Finger auf andere, aber Deutschland baggert Dörfer ab für Kohle, blockiert die Verkehrswende. Sie halten die Klimaziele auch nicht ein. Alle sollen Energie sparen, aber es gibt immer noch kein Tempolimit und die Zahl der Flüge mit Privatjets sind auf einem Rekordniveau. Und da hilft es doch nicht, dass die Grünen das Jahr 2023 zum Jahr des Klimaschutzes erklären. Wir retten doch das Klima nicht durch schöne Worte, sondern durch entschlossene Taten, meine Damen und Herren. Und dann loben Sie den Kompromiss mit RWE, weil der Ausstieg aus der Braunkohle vorgezogen wurde. Aber entscheidend für das Klima ist doch nicht einfach nur das Ausstiegsdatum, sondern wie viel CO2 bis dahin noch in die Atmosphäre geblasen wird. Und kurzfristig darf RWE doch jetzt erstmal mehr Kohle verfeuern. Und aus der Vergangenheit wissen wir doch auch, dass Ausstiegstermine auch ganz gerne wieder gekippt werden, wenn es gerade passt. Und offenbar geht auch RWE fest davon aus, noch weit über 2030 hinaus Kohle verfeuern zu können. RWE will nämlich ein Reservelager von 50 Millionen Tonnen anlegen für die Zeit nach 2030. So ist es nämlich nachzulesen in der Antwort des NRW-Wirtschaftsministeriums auf eine Anfrage einer grünen Landtagsabgeordneten. Und das Ausstiegsgesetz der Ampel sieht ja ausdrücklich vor, dass man die Reserve im Jahr 2026 noch mal prüft, wer auch immer dann regiert. Glückwunsch, ganz toller Kompromiss. Und da kann ich gut verstehen, dass die Aktiven, dass sie sich verraten und dass sie sich verarscht fühlen. Das kann ich gut verstehen. Und ich bin sehr froh, dass die Fraktion Die Linke geschlossen gegen diesen Deal mit RWE gestimmt hat. Weil das Problem bei den Grünen ist, dass sie nicht bereit sind, sich für den Klimaschutz mit Konzerninteressen anzulegen, auch mal mit dem eigenen Koalitionspartner anzulegen. Und das kenne ich aus Hessen. Wissen Sie, die Woche wurde der Fechenheimer Wald in Frankfurt geräumt, soll gerodet werden für einen Autobahnausbau. Und da sitzen die unmittelbar Verantwortlichen nicht in Konzernzentralen, auf die man ja keinen Einfluss nehmen kann. Nein, hier ist der Bauherr der Bund. Und Grüne tragen das mit im Bund, in Hessen und in Frankfurt. Ob es um die Energiewende, um den Flughafenausbau oder die Automobilindustrie geht, wenn es wirklich ernst wird, zeigen die Grünen ein Rückgrat wie Wackelpudding. Und das ist das Problem, meine Damen und Herren. Ich war letzte Woche in Lützerath. Ich habe im Camp übernachtet. Ich war bei Aktionen und Sitzblockaden. Ich habe dort Menschen getroffen, die sich um das Klima, um kommende Generationen, um die Demokratie sorgen, die sich mit den Bauern in der Region zusammengetan haben und den Anwohnern, die friedlich für eine lebenswerte Zukunft kämpfen, sozial gerecht mit zukunftssicheren Arbeitsplätzen, meine Damen und Herren. Diese Menschen sind keine Klimaterroristen, wie die AfD behauptet. Sie sollten sich sowieso erstmal um die Terroristen in ihren eigenen Reihen kümmern. Die wahren Klimaterroristen, das sind die, die illegal Wälder im Amazonasgebiet zerstören. Das sind die, die Indigene und Umweltschützer, die sich den Raubbau an der Natur engagieren, ermorden lassen. 227 Umweltaktivisten sind allein im Jahr 2020 ermordet worden. Das, meine Damen und Herren, ist Klimaterrorismus. Kollegin, wunderbar. Letzter Satz, Frau Präsidentin. Die Räumung von Lützerath konnte nicht verhindert werden. Aber die Klimabewegung hat neue Kraft getankt. Und noch ist die Kohle im Boden. Es ist höchste Zeit, die Notbremse zu ziehen. Vielen Dank. Sagt Janine Wissler für die Linksfraktion, aber sie ist ja auch Vorsitzende der Partei. Manuel Höferlin ist der nächste Redner in dieser Debatte, in dieser Aktuellen Stunde, in der es um Lützerath, die Demonstrationen und die Reaktionen der Polizei geht, auch um Ausschreitungen, die es phasenweise immer mal wieder gegeben hat. Manuel Höferlin ist innenpolitischer Sprecher der FDP-Fraktion. In den letzten Jahren und Monaten hat man den Eindruck gewonnen, dass etwas sehr Wichtiges, auch in dieser Diskussion, wieder Vergessenheit geraten ist, nämlich Demokratie und Rechtsstaat, in dem wir leben, die Regeln unseres Zusammenlebens und die Regeln, wie wir gemeinsam zu Entscheidungen kommen, finde ich, sind die besten, die wir je hatten. Ich kenne jedenfalls kein besseres System, zu Entscheidungen gemeinsam zu kommen, als das, was wir jetzt haben, meine Damen und Herren. Dazu trägt unter anderem ganz wesentlich die Meinungsfreiheit, das Demonstrationsrecht dazu bei, dass auch in Deutschland zu Recht besonders geschützt ist. Jeder kann seine Meinung in diesem Land vertreten. Jeder kann für seine Anliegen demonstrieren. Und es spielt keine Rolle, ob er eine Mehrheit vertritt oder ob er eine Minderheit vertritt oder ob er eine Einzelmeinung vertritt. Auch die kann er äußern. Jeder kann für seine Überzeugungen auf die Straße gehen und sich Gehör verschaffen. Und so kommen in unserem Land auch politische Entscheidungen zustande. Denn auch dort werden Meinungen gehört, Standpunkte mit einbezogen.
Und all das mündet in einen Kompromiss, den am Ende die Mehrheit der Menschen mittragen kann und mit dem am Ende auch alle Betroffenen leben müssen, meine Damen und Herren. Das ist unser System, das sind die Regeln, die wir uns gegeben haben. Und auch nach diesen Entscheidungen kann jeder noch seine Meinung vertreten. Auch nach diesem Kompromiss kann jeder auf die Straße gehen und demonstrieren und kann im Rahmen unserer Möglichkeiten sagen, wofür er nicht einverstanden ist. Und dieser Mechanismus hat uns zu einem der freisten und fairsten Länder der Welt gemacht. Aber eben dieser Mechanismus, meine Damen und Herren, ist in letzter Zeit sehr stark unter Druck geraten. In den letzten Jahren, übrigens auch während der Pandemiezeit in erheblichem Maße, und jetzt auch aktuell bei den Demonstrationen in Lützerath, steht nämlich nicht mehr eines im Mittelpunkt, der Konsens, sondern der eigene Standpunkt. Die eigene Meinung wird absolut gesetzt. Und die Kompromisse werden nicht mehr als Gewinn für die Gesellschaft, sondern als persönliche Niederlage empfunden. Und dann passieren die Grenzüberschreitungen, mit denen wir jetzt in Lützerath, aber davor auch schon an anderen Stellen, immer wieder konfrontiert werden. Es wird versucht, dass der eigene Standpunkt, weil er absolut gehalten wird, mit allen Mitteln durchgesetzt wird. Und ich finde es vorhin gut erklärt, die Notwehr, die dort gegen den Staat vorangebracht wird oder die vorgebracht wird, die ist da, um sich gegen den Unrechtsstaat zu wehren, gegen den eben nicht die Meinungsfreiheit existiert, in dem nicht der Rechtsweg offen steht. Das ist bei uns aber genau nicht der Fall. Und dann schlägt diese absolute Meinung um in Gewalt. Und diese rote Linie, meine Damen und Herren, die dürfen wir auf keinen Fall zulassen. Der Rechtsstaat ist hier gefordert. Der Rechtsstaat ist gefordert, dort, wo Steine und Molotow-Cocktails gegen Polizisten fliegen, dort, wo diese roten Linien überschritten werden. Und egal, wie nobel oder einleuchtend für den Einzelnen sein Motiv sein, dieser Grundkernkonsens unserer Gesellschaft, dass wir eine friedliche Konfliktlösung im Inneren in unserer Demokratie haben, der darf nicht überschritten werden. Und diejenigen, die dagegen widersprechen, die das verstoßen, die das aufkündigen, die dürfen nicht auf mildere Umstände hoffen, egal wie sehr derjenige, diejenige sich in Recht sieht und welchen Zielen er sich verpflichtet fühlt. Und daher ist es auch ein Bärendienst, den diese Personen für die Mehrheit der Demonstrierenden leisten. Denn die Mehrheit der Demonstrierenden gehen ja friedlich auf die Straße und wollen friedlich ihre Meinung vertreten. Und es ist deshalb umso wichtiger, dass diejenigen, die dort friedlich ihre Meinung kundtun, die demonstrieren gehen, ganz genau hinschauen, mit wem sie dort Hand in Hand gehen. Und das ist die Verantwortung derjenigen, die unsere Systeme zur Meinungsäußerung und zum Demonstrationsrecht nehmen, zu schauen, dass sie sich auch dieser Überquerung der roten Linie entgegenstellen, dass sie sich klar abgrenzen davon, dass man diese Regeln mit Füßen tritt und Gewalt gegen Polizisten, Polizistinnen anwendet. Und deswegen müsste heute auch nicht über Gewalt in Lützerath, sondern über Klimaschutz gesprochen werden. Aber wir tun es genau wegen diesen Chaoten nicht. Und eines ist mir noch wichtig zu sagen, die Polizistinnen und Polizisten, die den Rechtsstaat und die Demokratie verteidigen, die haben unseren Dank und unsere Rückendeckung in besonderem Maße verdient. Denn oft wird auch vergessen, dass dort wir stehen, unsere Gesellschaft, Menschen, die wir aus unserer Gesellschaft dahingestellt haben. Jeder Polizist ist eine Mutter, ein Vater, eine Ehefrau, eine Schwester, die am Abend auch wieder nach Hause gehen möchte. Und diese brachiale Gewalt und der Hass, die unseren Vertretern für Demokratie und Rechtsstaat entgegenschlägt, ist für mich unerträglich. Und das ist auch absolut unverschämt den Menschen gegenüber. Und vorhin ist gesagt worden, da stecken Menschen dahinter. Und das sollte man am Ende nicht immer vergessen. Herzlichen Dank. Der innenpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Manuel Höferlin, war das in dieser Debatte, die AfD beantragt hat, zu den Ereignissen in Lützerath. Und dazu jetzt aus der AfD-Fraktion Rainer Kraft. Ja, geschätzte Präsidentin, werte Kollegen, zuerst ein kurzer Realitätscheck, wie es denn ausschaut. Derzeit Wind am Netz 2,5 Gigawatt. Kohle am Netz 28 Gigawatt. So viel zur Frage, ob wir die Kohle brauchen, Frau Nestle. Ja? Lützerath,
Lützerath hat gezeigt, dass die grüne Unterwanderung des Staates sehr weit fortgeschritten ist. Selbsternannte Klimaschützer sind all grün. Sie stehen einem Polizei gegenüber, die von einem grünen Polizeichef geführt wird, der die Interessen einer grün geführten Landes- und einer grün mitgeführten Bundesregierung vertritt. Und flankiert wird das Ganze von grün unterwanderten Medien des Öffentlich-Rechtlichen. Die Grünen haben sich diesen Staat zur Beute gemacht. Ja, und auch genau deswegen steht es so schlecht um unser Land. Neben den Klimaterroristen, die Molotow-Cocktails, Böller und Steine auf Terroristen werfen oder geschossen haben, waren auch sogenannte parlamentarische Beobachter der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen vor Ort. Abgeordnete dieses Hauses haben sich mit den Kriminellen solidarisiert. Und als ob das nicht schon Skandal genug war, ist es so, dass genau diese Abgeordneten nämlich hier namentlich für die Abbaggerung von Lützerath gestimmt haben, sind aber zu feige, zu ihren eigenen Entscheidungen zu stehen. Liebe Kollegen, Sie stimmen hier dafür und demonstrieren da draußen an der Seite von Kriminellen dagegen. Offensichtlich besitzen Sie nicht den Charakter und das Rückgrat, zu Ihrem eigenen Wort zu stehen. Aber Aufrichtigkeit war ja bekanntlich noch nie eine grüne Tugend. Wenn aber selbst Bundestagsabgeordnete gegen die Konsequenzen ihres eigenen Stimmverhaltens demonstrieren, dann delegitimiert das unsere Demokratie. Das Signal ist nämlich ganz klar, was davon gesendet wird. Blockieren die Klimaterroristen nur genug Straßen und Flughäfen? Inszenieren die Berufsdemonstranten Thunberg und Neubau nur genug Fotoshootings? Erzeugen Klima-NGOs nur genug alarmistische Fake-Studien und predigen die öffentlich-rechtlichen Medien nur oft genug den Klima-Weltuntergang? Ja, dann können auch 14,8% der Grünen am Parlament vorbei Deutschland ihren Willen aufzwingen. Manipulative Propaganda, Lügen, Fake News, Panikmache und Gewalt sind die Mittel der Wahl der Klimabewegung. Und Wohlstand, Freiheit und Demokratie, das sind die Opfer der grünen Politik. Aber gehen wir einen Schritt zurück. Warum eigentlich wird Lützerath abgebaggert? Formell wegen der Abstimmung hier im vergangenen Jahr und durch Gerichtsentscheid bestätigt, aber notwendig wurde es durch den 14. Juni des Jahres 2000. Genau da haben nämlich SPD und Grüne den Ausstieg Deutschlands aus der zivilen Nutzung der Kernenergie beschlossen. Als Folge wurden 21 Gigawatt sichere, preiswerte und, das ist Ihnen ja allen immer angeblich so wichtig, CO2-arme Leistung komplett vernichtet. Die Folge war klar. Deutschland muss mehr Braun- und Steinkohle und auch Gas verfeuern für die Stromerzeugung. Datteln 4, Hamburg-Moorburg 1 und 2, Neurath F&G, Boxberg R und so weiter und so weiter. Über diese Kohlekraftwerke echauffieren sich heute die Grünen, aber wegen des Atomausstieges wurden sie einfach notwendig. Wir stellen fest, erstens, Lützerath muss weichen, weil Sie die dümmste Energiepolitik der Welt betreiben. Und zweitens, die Zehntausende von Windrädern, die Millionen von Solarpanelen, die seit 2000 mit den damit verbundenen Kosten von mehreren 100 Milliarden Euro in Deutschland aufgepflanzt wurden, sie konnten Lützerath nicht retten. Kernkraftwerke hätten das gekonnt und hätten, für alle, denen das angeblich immer so wichtig ist, zu einer signifikanten Senkung der CO2-Emissionen in Deutschland beigetragen. Die Alternative für Deutschland folgt bekanntlich nicht ihren CO2-Ideologie, aber den anderen Fraktionen ist das, nach eigener Aussage, ja angeblich immer so wichtig. Und daher habe ich mal eine Frage an Sie. Die Einsparungen, die Sie auf dem Gebiet noch vorzuweisen haben, sind homöopathisch. Und der Fortschritt in Ihren Bemühungen zur CO2-Minderung bewegt sich derzeit mit der Geschwindigkeit eines Gletschers. Wäre es jetzt nicht mal an der Zeit, die Methode zu hinterfragen, sich zu fragen, warum das nicht so funktioniert, wie Sie sich das vorgestellt haben? In den Nachbarländern, die das besser machen, mal zu schauen, wie die das machen. Aber das machen Sie natürlich nicht. Und warum? Weil Sie glauben, dass Sie es besser wissen. Ja? Für Sie gilt der Spruch, und als Sie das Ziel aus den Augen verloren, verdoppelten Sie die Geschwindigkeit. Lützerath ist ein Fanal der deutschen Klimabewegung. Die ganze Welt hat gesehen, wie ideologisch verblendet Sie sind und dass Ihnen Recht und Gesetz sowie die demokratischen Entscheidungen dieses Hauses egal sind. Wir als Alternative für Deutschland fühlen uns aber aus innerster Überzeugung dem Spruch über dem Portal dieses Gebäudes verpflichtet. Dort steht aber nicht fürs Weltklima, dort steht dem deutschen Volke.
in Bayern. Für die SPD-Fraktion hat nun der Kollege Jan Plobner das Wort. Sehr verehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten KollegInnen der demokratischen Fraktionen. Ich sag's, wie es ist. Mir geht's, glaube ich, wie den meisten hier im Saal. Dass wir hier schon wieder mit solchen Beiträgen der AfD-Rechte uns auseinandersetzen müssen, das strengt mich wirklich, wirklich sehr an. Aber so durchschaubar dieses Manöver auch ist, möchte ich dennoch erklären, warum die AfD das mit dem Rechtsstaat auch heute wieder bewusst missversteht. Zwei Themenkomplexe, bei denen es auf erstaunliche Weise immer wieder zu ganz schön viel Verwirrung kommt. Der Rechtsstaat und der Protest gegen unzureichende Klimaschutzmaßnahmen. Es ist zwar ein wenig ernüchternd, sich immer wieder mit den gleichen Manövern auseinandersetzen zu müssen, aber gut, wir sind ja in einem Rechtsstaat. Da führen wir diese Debatte und versuchen, ein wenig Klarheit in den Zusammenhang zwischen diesen beiden Themenkomplexen zu bringen. Und obwohl das allein der Fakt, dass wir uns hier so viel Blödsinn von sich geben können und wir uns das anhören müssen, eigentlich ein guter Hinweis darauf sein könnte, dass es um Demokratie und Rechtsstaat bei uns gar nicht so schlecht bestellt ist, dann ist das doch auch ein Zeichen. Helmut Schmidt sagte mal, ich zitiere mit Erlaubnis der Präsidentin, der Rechtsstaat hat nicht zu siegen, er hat nicht zu verlieren, er hat zu existieren. Aber auch eine spontane Google-Suche nach der Definition des Rechtsstaates würde ergeben, ich zitiere auch da wieder mit Erlaubnis der Präsidentin, Regierung und Verwaltung sind nur im Rahmen bestehender Gesetze handlungsfähig. Die Bürgerinnen und Bürger werden so vor staatlicher Willkür, Diskriminierung und Menschenrechtsverletzungen geschützt. Rechtsstaat bedeutet also, dass den Bürgerinnen ein transparenter, rechtmäßiger Umgang durch den Staat zusteht und dass der Staat sich an Recht und Gesetz hält. Dabei kommt uns Repräsentantinnen des Staates natürlich eine ganz besondere Verantwortung zu, allen Bürgerinnen gleich und fair zu behandeln. Der Protest gegen unzureichende Klimaschutzmaßnahmen ist in erster Linie nämlich genau das, ein Protest. Dass wir die Klimaschutzmaßnahmen brauchen und mehr davon, das steht für mich außer Frage. Aber wissen Sie was, selbst wenn ich anderer Meinung wäre, selbst wenn ich nicht an die wissenschaftlich belegten Fakten glauben würde, selbst dann müsste ich damit leben, dass es Proteste gibt. Wir leben in einem Rechtsstaat und natürlich dürfen Menschen dagegen protestieren, wenn sie das Gefühl haben, die Regierung hält sich nicht an Recht und Gesetz und missbraucht ihre Macht. Dann werden sie beim Zweifel auch von der Polizei dafür beschützt. Das ist wahrscheinlich eine der größten Errungenschaften, die wir als Rechtsstaat erreicht haben. Und das ist wohl einer der größten Unterschiede zu Staaten, bei denen Menschen von der Polizei niedergeknüppelt, gefoltert und ermordet werden, wenn sie sich gegen Unrecht erheben. Wir können uns also darüber streiten, ob mit Schlamm zu werfen schlimmer oder genau das Gleiche ist, wie mit Steinen zu werfen. Wir können uns darüber streiten, ob wir es angemessen finden, im Stau zu stehen, weil wir auf der Straße vor uns sich jemand angeklebt hat. Worüber wir, und das sage ich bewusst, wir uns nicht streiten sollten, ist eine Verschärfung des Strafrechts gegen spezifische Gruppen und die Vorurteilung des Klimaprotestes als Klima-RAF, mitsamt vorbeugender Präventivhaft und ohne jegliches Gerichtsverfahren. Und dazu schaue ich auch mal kurz zu der CSU und der Union. Als Abgeordneter aus Bayern fällt es mir nicht schwer, da passende Beispiele zu finden. Denn auch die CSU scheint immer mal wieder eigenwillige Wortführungsstörungen beim Thema Rechtsstaatlichkeit zu haben. Gerade in dieser Woche, wenn wir vom Schurkenstaat die Rede ist, bezüglich einer Wahlrechtsreform. Also schauen wir. Also schauen wir mal kurz nach Bayern. Dort gibt es ein sowieso schon komplett fragwürdiges Polizeiaufgabengesetz, wo die CSU vor der Landtagswahl in 2018 mit aller Macht das durchgedrückt hat. Darin die Möglichkeit, Präventivhaft anzuordnen und so begründet es die CSU, terroristische Straftaten vorzubeugen. Was die CSU dann aber tatsächlich macht, ist Klimaaktivistinnen, die sich auf der Straße festkleben, über Weihnachten wegzusperren. Und das, weil es schlicht das Bild passt, das die CSU kurz vor der nächsten Landtagswahl zeichnen möchte. Eine Idee, auf die sich von der AfD natürlich liebend gern aufspringen. Solche Anwendungen, Wandlungen, liebe Kolleginnen und Kollegen, untergraben den Rechtsstaat. Das ist gefährlich. Und das ist besonders hier, das müssen hier besonders wir im Auge behalten. Deshalb betone ich anschließend und auch ganz bewusst, dass es richtig und gut ist, dass
auch da schaue ich jetzt auf die zu Seiten der AfD, diese Prinz R., ihre ehemalige Fraktionskollegin und wieder andere vermeintliche Reichsbürgerinnen einen fairen und rechtsstaatlichen Prozess erleben werden. Ein Prozess, in dem sie einen Anwalt an ihrer Seite haben, womöglich sogar mehrere. Einen Prozess, in dem Argumente, Paragraphen und Beweise gegeneinander abgewogen werden. Ein Prozess, für dessen Ende immer auch die Möglichkeit eines Freispruches steht, weil sie diese Vorwürfe sich nicht belegen lassen. Es ist gut, dass wir einen Rechtsstaat haben und in diesem leben und im Zweifel auch solche Debatten über Dinge führen, die ich eigentlich für selbstverständlich erachte. Vielen Dank. Jan Plobner war das aus der SPD-Fraktion mit ein paar Verweisen in Richtung Bayern. Der Bundestag diskutiert über Lützerath, einen Angriff auf den Rechtsstaat. So nennt es die AfD-Fraktion, die diese Aktuelle Stunde beantragt hat. Und der nächste Redner ist Michael Breilmann aus der Unionsfraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, also es ist ja viel Unruhe hier bei der AfD. Ich möchte Ihnen nur kurz sagen, ja, von einer Partei, die als Verdachtsfall durch den Bundesverfassungsschutz eingestuft werde, von denen brauchen wir keine Belehrung zum Thema Rechtsstaat im Plenum. Und ich möchte jetzt zu Beginn einiges klarstellen. Es ist gut und richtig, dass Menschen in unserem Land öffentlich für ihre Anliegen demonstrieren können. Das ist ein ganz wichtiges Grundrecht. Aber, und das sollte hier weder diskutiert noch relativiert werden, das geht nur friedlich im Rahmen der Gesetze und im Rahmen der Absprachen zwischen Polizei und Veranstalter. Da haben sich auch viele Demonstranten in Lützerath gehalten, aber ein großer Teil leider nun mal einmal nicht. Und das muss benannt werden, da muss es Konsequenzen geben und das muss auch geahndet werden. Ich will aber auch sagen, die Rechtslage in Lützerath, die war und ist völlig klar. Die Allgemeinverfügung zur Räumung, sie war rechtmäßig und im Übrigen auch über alle Instanzen hinweg bestätigt. Und wenn wir dann anfangen, als Gesellschaft Urteile, Beschlüsse von Gerichten in Zweifel zu ziehen und Anliegen einer Gruppe über diese Urteile, über diese Rechtsprechung, über das Gesetz zu stellen, dann wäre unser Rechtsstaat am Ende und das dürfen wir als Parlament nicht zulassen. Und die Räumung dort, und ich will den Blick da auch auf die Arbeit der Polizei richten, die war kein Alltagseinsatz. Nordrhein-Westfalen wurde in der Räumungsphase durch Kräfte fast aller Bundesländer und des Bundes unterstützt. In der Spitze waren bis zu 3.700 Kräfte eingesetzt. Das war für alle Beamtinnen und Beamten hochkomplex und äußerst schwierig. Und deswegen großes Dankeschön an alle Einsatzkräfte für diese länderübergreifende Zusammenarbeit und die kluge und kommunikative Arbeit. Und das will ich auch sagen, weil er ist verantwortlich auch mit dafür. Auch danke für das höchst besondere Handeln von NRW-Innenminister Reul. Auch das muss man mal sagen, wenn der Einsatz gut gelaufen ist. Das muss man hier auch mal betonen. Und ich finde, wir sollten vielleicht jetzt nicht über Hambach reden, sondern vielleicht mal den Blick auf die dort befindlichen, in Lützerath befindlichen und gearbeiteten Polizeibeamtinnen und Beamten richten. Ich finde, das sollten wir nämlich hier im Parlament mal ein bisschen genauer tun. Es gehört dazu, diese Ausnahmesituation zu beschreiben. Ja, da flogen Steine, Flaschen, Molotow-Cocktails und es wurde mit Pyrotechnik auf Einsatzkräfte geschossen. Da wurde zum Teil aktiv dazu aufgerufen, von Störern die Anweisungen der Polizei zu missachten. Und völlig fassungslos bin ich, dass es Aktivisten gab, die sogar mit ihren kleinen Kindern in Lützerath an die Abbruchkante gelaufen sind, obwohl die Polizei vor akuter Lebensgefahr in diesem Bereich gewarnt hat. Da waren teilweise dramatische, gefährliche Situationen. Es ist gerade im Ansatz angesprochen worden. Es wurde zum Beispiel bewusst durch Störer die Pferde der Reiterstaffel scheu gemacht. Da wurde von Störern mit großen Rettungsdecken auf die Pferde zugelaufen, mit großem Gebrüll und Getöse. Ein Pferd ist dann tatsächlich durchgegangen und ist auf die Abbruchkante zugaloppiert, mit der Reiterin auf dem Sattel. Diese Polizeibeamtin hat dann noch versucht, das Tier zu beruhigen und in einen ungefährlichen Bereich zu führen. Letztendlich hatte sie keine Wahl, als abzuspringen. Und dann hat auch glücklicherweise das Pferd gestoppt. Die Masse an Störern, die stand drumherum. Die hat gejohlt und die hat applaudiert, weil da eine Beamtin zu Boden gegangen ist. Liebe Kolleginnen und Kollegen, da gibt es nichts mehr zu relativieren. Und da müssen wir den Beamtinnen und Beamten den Rücken stärken als Deutscher Bundestag. Wir müssen die schützen, die uns schützen. Und ja, es erscheint mir dann befremdlich, wenn Kolleginnen der Grünen in Lützerath als Beobachter sich aufhielten und sich später von diesen Dingen nicht eindeutig distanzierten.
Und leider haben dies die führenden Klimaaktivisten Frau Neubauer und Frau Thunberg auch versäumt. Der Zweck heiligt die Mittel? Das kann nicht das Motto des demokratischen Rechtsstaats sein. Und ich will die Klimaschutzbewegung auch nicht unter Generalverdacht stellen, um Gottes Willen. Aber wir müssen uns Sorgen darüber machen, über extremistische Versuche der Einflussnahme auf die dort handelnden Akteure, Organisationen und Gruppierungen. Und im Lützerath haben zum Teil Linksextremisten zivildemokratische Kräfte vereinnahmt. Das ist vom Verfassungsschutz bestätigt worden, und da müssen wir den Blick drauf halten. Abschließend möchte ich betonen, die Polizei in Lützerath, das ist auch schon angeklungen, sie stand für uns alle ein, um das demokratisch gesetzte Recht durchzusetzen. Rechtsfreie Räume werden wir als CDU-CSU-Fraktion weder in Lützerath noch an einem anderen Ort in Deutschland tolerieren. Vielen herzlichen Dank. Michael Breinmann für die Unionsfraktion in der Diskussion über Geschehnisse in Lützerath in den vergangenen Tagen, als es um die Räumung des bereits geräumten Dorfes, also von seinen ursprünglichen ursprünglichen Bewohnern ging. Ingrid Nestle ist am Pult. Sie ist vorhin schon mal angesprochen worden hier in dieser Debatte von Rainer Kraft aus der AfD-Fraktion. Jetzt die Erwiderung. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ganz schön blöd, jetzt haben Sie gerade gesagt, von der Rechtsaußenfraktion der AfD. Ich würde auch sagen, ganz schön blöd für Sie. Die größte terroristische Gefahr in westlichen Nationen geht von extremen Rechten aus. Das sagte niemand Geringeres als der UN-Generalsekretär Antonio Guterres. Ja, die ganze UN ist so eine linke Organisation. Das zeigt ihr Verständnis von Demokratie. Und das ist die einzige Erklärung dafür, warum Sie von rechts außen heute diese Aktuelle Stunde anberaumt haben, um dann in Ihren Reden nichts anderes zu tun, als mit Begriffen wie Terroristen und potenziellen Mördern in einem völlig absurden Kontext um sich zu werfen. Sie wollen davon ablenken, was die wahre, die größte terroristische Gefahr der westlichen Welt ist, wie es Antonio Guterres festgehalten hat. Sie wollen davon ablenken, was in Ihrem Dunstkreis passiert, was die wahre Gefahr für die Demokratie ist. Sie wollen ablenken von Ihrer Arbeit, die Demokratie zersetzend, die menschenverachtend ist. Sie wollen. Ja, ich rede über Ihre Reden zu Ihrer Aktuellen Stunde, und Sie meinen, das sei nicht zum Thema. Natürlich ist das zum Thema. Sie haben genau diese Begriffe hier in die Diskussion eingebracht. Und deshalb rede ich gerade zum Thema. Und es ist nämlich genau das Thema, das Sie wollen, das Wichtige, das Begriffe, die furchtbare Verbrechen bezeichnen, dass die sich abnutzen, damit man nicht mehr merkt, was Ihnen passiert. Ja, es gab große Proteste am Wochenende für mehr Klimaschutz und gegen das Abbaggern von Braunkohle. Es gab große Proteste. Zehntausende haben demonstriert. Und die ganz große Zahl der Menschen hat friedlich demonstriert. Kollege Höferlin hat es erwähnt. Aber ich glaube, das sollte hier auch noch viel mehr Raum einnehmen in der Debatte. Die allermeisten Menschen haben friedlich demonstriert. Und es gab klare Aussagen von Organisationen, die sich für friedlichen Protest ausgesprochen haben. Sie haben friedlich demonstriert, weil sie ein sehr, sehr wichtiges Anliegen haben, nämlich Klimaschutz. Klimaschutz, der nach wie vor nicht ernst genug genommen wird. Weil Klimaschutz das ist, was wir brauchen, um Versorgungssicherheit, um bezahlbar von Energie, um Sozialgerechtigkeit, um den Industriestandort Deutschlands zu gewährleisten. Klimaschutz ist das, ohne das keines unserer anderen Ziele erreicht werden wird. Und das ist das, worauf Sie aufmerksam gemacht haben. Und das ist richtig und gut so. Und jetzt Kollegin Wissler von der Linksfraktion. Auch Ihre Rede hat die Wirklichkeit nicht wiedergegeben. Und ich glaube eigentlich, dass Sie das wissen. Sie haben behauptet, Lützerath würde abgebaggert, weil den Grünen die Konzerninteressen wichtiger wären als der Klimaschutz. Frau Wissler, ich mache Klimaschutz, seit ich Schülerin bin. Ich habe Wirtschaftsingenieurswesen, Energie studiert, um diesen Klimaschutz auf die Reihe zu bekommen. Ich mache seit
über einem Vierteljahrhundert. Klimaschutz, es ist meine Leidenschaft. Und ich kann Ihnen versichern, wir haben für diesen Klimaschutz 2030 gekämpft. Wir haben alles dafür gegeben in Koalitionsverhandlungen. Und am Ende kam idealerweise raus. Ja, und wir haben es trotzdem geschafft, den Klimaschutz, den Kohleausstieg 2030 im Rheinischen Revier zu bekommen. Aber gehen wir einmal kurz auf die Vorgeschichte ein. Gehen wir einmal kurz auf die Vorgeschichte ein, wenn Sie hier rufen mit Tonnen. Als ein linker Wirtschaftsminister in Brandenburg die Verantwortung trug, hat er gefordert, dass die Braunkohle bis 2045 laufen soll. Es gab dann eine Kohlekommission, in der hart gerungen worden ist, den Kohleausstieg vorzuziehen. Da haben auch die Umweltverbände am Ende die Hand gehoben für 2038, weil es ein großer Fortschritt war. Und wir haben fürs Rheinische Revier 2030 durchgesetzt. Und ja, das ist gut so. Und ja, auch ich möchte mehr. Und auch ich hätte am liebsten, dass Lützerath steht. Aber wir kämpfen für jedes Zehntel Grad. Und wir kämpfen für jede Tonne Braunkohle, die unter der Erde bleibt. Und das bedeutet, und damit komme ich zum Ende, das, was uns wirklich hilft am Ende, das sind die 3E, das sind die erneuerbaren Energien, das sind die Energieeffizienz und das sind die Einsparungen. Und hier liefert die Ampel. Wir haben den Ausbau der erneuerbaren Energien vervielfacht mit dem Gesetz im Sommer. Wir haben das Energieeffizienzgesetz in Arbeit und der Kanzler hat zugesagt, dass es kommt. Können Sie mal aufhören zu möppern? Ich habe schon gesagt, dass ich gerade gleich am Ende bin. Und wir haben immer wieder geworben für Energieeinsparungen und dass die von den Linken das immer wieder lächerlich gemacht hat, hat uns nicht davon abgehalten. Denn wir stehen für Klimaschutz. Herzlichen Dank. Ingrid Nestle, doch fast ins Mark getroffen von den Anmerkungen, die es von einigen Rednern hier vor ihr gegeben hat in dieser Debatte über Lützerath und was sich dazu getragen hat in den vergangenen Tagen, hat sie jetzt doch reichlich emotional auch reagiert. Michael Kruse ist der nächste Redner aus der FDP-Fraktion und er ist energiepolitischer Sprecher. Meine geschätzten Kolleginnen und Kollegen, zunächst ein Wort zum Anmelder der Debatte, insbesondere zu dem Kollegen, der die Debatte heute eröffnet hat. Wir als FDP-Fraktion sind auch etwas irritiert darüber, mit Kolleginnen in der Ampel Kompromisse zu schließen und dann festzustellen, dass diese Kolleginnen auch auf den Demonstrationen gegen eben die Folgen dieser Kompromisse demonstrieren. Aber es gibt schon noch einen qualitativen Unterschied zu dem, was Sie hier tun. Und der qualitative Unterschied liegt in Folgendem. Herr Hilse, wenn Sie demonstrieren, dann gibt es davon hinterher ein Video, wie Sie in Handschellen abgeführt werden. Und dann werden Sie hinterher verurteilt wegen Widerstandes gegen die Polizei. Und das ist, glaube ich, rechtskräftig sogar das Urteil, so wie auch natürlich die Abbaggergenehmigung rechtskräftig ist. Aber das ist dann eben doch noch mal ein qualitativer Unterschied, weil wenn Ihre Parteifreundinnen und Parteifreunde in diesem Staat was planen, dann lernen Sie den Staatsschutz kennen, weil der kommen muss, um Ihren Staatsstreich zu verhindern. Und deswegen meine ich, Sie als Verteidiger des Rechtsstaats, das funktioniert überhaupt nicht. Sie sind kein Vorbild, obwohl Sie Vorbild sein sollten als Parlamentarier und Parlamentarier. Ich habe viele Sachen mir aufgeschrieben, die in der Debatte heute schon gesagt wurden, die werde ich jetzt überspringen. Aber einen Gedanken möchte ich doch mal mit Ihnen teilen, denn es ist ja so, dass wir uns als Koalition wie noch keine vorher um den Ausbau der Erneuerbaren bemühen. Und wir haben im letzten Jahr schon eine ganze Menge an Gesetzen auf den Weg gebracht. Wir werden auch in diesem Jahr für die Freiheitsenergien noch weitere Vorschläge unterbreiten. Das betrifft etwa den Bereich der beschleunigten Umweltverträglichkeitsprüfung. Das betrifft aus unserer Sicht auch den Aspekt der Typengenehmigung. Alles Aspekte, die uns in diesem Bereich noch mal richtig voranbringen. Wenn wir das jetzt aber mal kurz als gegeben hinnehmen, nämlich dass wir alles tun in diesem Bereich, um diesen Ausbau noch weiter zu beschleunigen, dann muss man sich schon fragen, ob wir eigentlich noch in der richtigen Ausstiegsreihenfolge sind. Denn wir haben, wenn wir ehrlich sind, in diesem Land noch keine große Debatte darüber geführt, was eigentlich der russische Angriff auf die Ukraine denn an Folgen mit sich bringt. Und für uns ist eine zentrale Schlussfolgerung, dass man hier schon über die Ausstiegsreihenfolge auch diskutieren kann. Der Wirtschaftsminister, der ja heute ein weiteres LNG-Terminal eröffnet, dazu gleich noch mehr, hat die Frage in den Raum gestellt, ob es sich denn hier um das richtige Symbol handelt. Und ich meine schon, dass es sich bei Lützerath um das richtige Symbol handelt, denn es ist ja ein Symbol dafür, dass wir mehr Braunkohle abbaggern, als wir unbedingt müssen. Wir haben in der Option immer noch die Verlängerung der Kernkraftwerke und damit auch die Reduzierung der CO2-Emissionen in diesem Land in einem Ausmaß, wie es viele andere Sektoren nicht schaffen können.
Wenn wir die fünf funktionsfähigen Kraftwerke nehmen und mal hochrechnen, wenn die einen Zyklus länger laufen, dann sparen wir um die 325 Millionen Tonnen CO2 ein. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, wir als FDP-Fraktion sprechen uns dafür aus, genau das zu tun. Und ich glaube, mit uns ist etwa 80% der deutschen Bevölkerung. Viele haben verstanden, warum wir im letzten Jahr Notmaßnahmen ergriffen haben, Braunkohle mehr ans Netz gebracht haben. In diesem Jahr, meine ich, ist die Zeit da gekommen, um zu diskutieren, was wir an strategischen Maßnahmen ergreifen. Und das hier wäre eine Maßnahme, die so großen Effekt hätte wie keine andere, abgesehen davon, dass sie auch die Preise runterbringen könnte. Dann haben wir noch zwei weitere Debatten, die aus unserer Sicht zur Ehrlichkeit dazugehören. Ich habe die Eröffnung des dritten LNG-Terminals eben genannt. Wir importieren große Mengen Fracking-Gas über diese Terminals. Ich freue mich, dass sich alle Parteien in diesem Hause darüber freuen, dass diese Terminals jetzt schnell an den Start gehen. Zur Wahrheit gehört aber, wir könnten allein beim Schiefergas 20% Emissionen sparen, wenn wir es nicht importieren aus den USA, sondern in Deutschland fördern. Und hier gehört zur Ehrlichkeit dazu, dass wir darüber zum einen die Energiesouveränität steigern, die Preise in den Griff kriegen, uns von der Abhängigkeit von Ausland dramatisch senken und gleichzeitig auch einen ökologischen Beitrag liefern. Das Gleiche gilt für die Technologie der CCS, also CO2-Verpressung. Der 1,5-Grad-Bericht des IPCC sagt, wir werden diese Technologie zum Einsatz bringen müssen, um unsere Ziele zu erreichen. Auch hier wünschen wir uns Offenheit für die Debatte in diesem Land. Und das Letzte ist, dass wir beim Ausbau der Infrastruktur in diesem Land dramatisch beschleunigen müssen. Wenn man sich anguckt, wie viele und wer alles dabei war beim ersten LNG-Terminal, sich gerne auf das Foto begeben zu möchten in Wilhelmshaven. Der Kanzler war da, der Vizekanzler war da, der Finanzminister war da. Alle haben sich gefreut, dass sie erleben dürfen, wie die Entscheidung, die eine Infrastrukturentscheidung, die sie nicht nur gefällt haben, sondern sie auch noch die Umsetzung beobachten könnten. Das ist nämlich in diesem Land selten geworden. Und ich meine, wir sollten den Vorderen in der Regierung noch viel mehr solche Fototermine erlauben. Deswegen wollen wir den Infrastrukturausbau dramatisch beschleunigen. Ich glaube, auch das ist eine Folge dessen, was wir hier machen. Denn dann werden wir auch noch schneller aus den Fossilen aussteigen können, weil wir dann auch die Energiewende noch wesentlich schneller voranbekommen. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich erteile dem Abgeordneten Hilse das Wort zu einer Erklärung nach § 30 unserer Geschäftsordnung. Und da ja nicht alle Besucherinnen und Besucher unsere Geschäftsordnung dabei haben, erkläre ich auch gleich mit einer Erklärung zur Aussprache, dürfen nur Äußerungen, die sich in der Aussprache auf die eigene Person bezogen haben, zurückgewiesen oder eigene Ausführungen richtiggestellt werden. Bitte. Vielen Dank, Frau Präsidentin, dass Sie mir Gelegenheit geben, diese persönliche Erklärung abzugeben. Ja, Sie haben recht, am 18.11. wurde ich festgenommen, vorläufig festgenommen und aus meiner Sicht zumindest rechtswidrig und komplett unverhältnismäßig, weil ich war selber Polizist, das wissen Sie, wegen einer Ordnungswidrigkeit, wegen dem Verdacht einer Ordnungswidrigkeit zu Boden gebracht zu werden, körperliche Gewalt auszuüben und dann in Handschellen 20 Minuten stehen zu lassen, das war aus meiner Sicht unverhältnismäßig. In der Zwischenzeit, ja, richtig, der Staatsanwalt hat mir einen Strafbefehl zugeschickt. Wenn Sie mich einfach ausreden lassen, würden Sie schon wissen, was ich gesagt habe. Gut. Okay, nun wissen Sie natürlich, wie die Gerichte in Berlin besetzt sind, vorrangig mit... Ich stelle nicht den Rechtsstaat in Frage, sondern gut. Eine sitzt jetzt noch. Also ich mache darauf aufmerksam, habe es ja auch vorgelesen, wozu jetzt hier tatsächlich man genau erklären kann. Und das tun Sie jetzt bitte. Und wir sind nicht. Das habe ich auch gerade getan. Das habe ich gerade versucht zu tun. So, und dann ist es eben so, dass in Deutschland jedes Mal, wenn der Staatsanwalt irgendeinen Erlass schickt, beziehungsweise einen Brief schickt, sofort die gesamte Presse darauf aufspringt. Und dann habe ich irgendwann auch eine Verantwortung gegenüber meiner Familie, die jedes Mal dann letztendlich quasi in Mitleidenschaft gezogen wurden. Und an diesem 18.11. war es ein Skandal, dass auf friedliche Demonstranten stundenlang der Wasserwerfer eingesetzt wurden und bei irgendwelchen anderen Krawallen, wo es dann wirklich zu Gewalt kam, das eben nicht. Also,
Es ist so, das stimmt, Sie haben das richtig dargestellt, aber ich habe eine andere politische, juristische Bewertung und habe mit der Akzeptanz des Strafbefehls nicht akzeptiert, dass ich rechtswidrig gehandelt habe. Aber Sie haben das Offline-Gespräch. Carsten Hilse mit einer persönlichen Erklärung zu einem Vorwurf, der hier geäußert worden war von dem FDP-Abgeordneten Kruse, der aber in der Sache zu stimmen scheint. Und das gilt für alle Fraktionen. Ja, genau das habe ich damit gemeint. Kollege Höferlin, ich glaube, auch Sie wollen gern noch den Kollegen Ulrich und die Kollegin Scheer hören. So, also wir fahren fort in der Aktuellen Stunde. Das Wort hat Dr. Volker Ulrich für die CDU-CSU-Fraktion. Und Volker Ulrich ist rechtspolitischer Sprecher der CSU-Landesgruppe und, wenn hier alles gut geht, der vorletzte Redner. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Rechtslage in Bezug auf Lützerath ist parlamentarisch und rechtsstaatlich geklärt worden. Die Bundesinnenministerin darf ich folgendermaßen zitieren. Mit brennenden Barrikaden und wackeligen Baumhäusern in großer Höhe haben Aktivisten nicht nur sich selbst in große Gefahr gebracht, sondern auch die Einsatzkräfte. Das ist verantwortungslos. Zitat Ende. Dem ist wenig hinzuzufügen, außer vielleicht noch, dass wir den Polizistinnen und Polizisten unseren Dank für ihren gefährlichen Einsatz schulden. Und das gilt: Friedliche Demonstrationen sind ein verfassungsmäßiges Recht. Sie hätten an jedem anderen Ort stattfinden können. Aber Gewalt, Steine, Molotow-Cocktails sind außerhalb dieses Grundrechts und außerhalb unserer Rechtsordnung. Wir müssen dem Rechtsstaat und den Polizisten unseren Rücken stärken. Herr Kollege Hilse, was Sie in Bezug auf den Rechtsstaat angeführt haben, ist inakzeptabel. Auch rechtskräftige Verurteilungen sind zu akzeptieren. Herr Kollege Plobner, wenn Sie hier die Voraussetzungen für den Unterbindungsgewahrsam in einer Rechtsstaatsdebatte anführen, dann dürfen Sie nicht sagen, dass die CSU eine solche Strafe verhängt. Das ist juristisch nicht korrekt. Und Herr Kollege Kruse, die FDP regiert mit. Also das, was Sie hier anführen, sollten Sie auch in der Regierung versuchen umzusetzen. Die Grünen haben dem Gesetz und der Vereinbarung mit REW am 1.12.22 im Bundestag einstimmig bei einer Enthaltung zugestimmt. Übrigens auch Sie, Frau Kollegin Dr. Nestle. Jetzt bin ich aber irritiert vom Verhalten der Grünen. Die Fraktionsvorsitzende Katharina Dröge will jetzt den Polizeieinsatz aufarbeiten. Eine Abgeordnete vor Ort, die für die Vereinbarung gestimmt hat, hat getwittert: Argumente aller Gerichte haben entschieden, RWE hat jedes Recht, da anzubackern, sind da eine Hörigkeitserklärung gegenüber einem Konzern. Zitat Ende. Was hat das mit Rechtsstaat zu tun, an solche Einlassungen? Eine andere Abgeordnete der Grünen, die auch für die Vereinbarung gestimmt hat, hat auf Instagram geschrieben, Zitat: Immer noch harren wir 10 Meter hinter der Frontlinie aus. Hier gibt es soweit keine Bewegung mehr. Zitat Ende. Ein solches Zitat in zeitlicher Nähe zum Ukraine-Krieg ist nur zynisch und peinlich, sollten sich davon distanzieren. Wenn also eine Fraktion im Bundestag einstimmig dafür stimmt, ist das eine Frage des Respekts und des Vertrauens in die Politik, hinter diesen Entscheidungen zu stehen. Das erwarten wir von Ihnen. Aber es geht um eine Doppelstrategie. Die Grünen müssen mehr Braunkohle verfeuern und mehr CO2 emittieren, weil sie sich nicht einmal übergangsweise auf mehr Kernenergie einlassen wollen. Andererseits wollen sie eine Debatte über Polizeieinsätze führen und sich nicht von eigenen NDBs distanzieren, um die Basis nicht zu beunruhigen. Für diese Doppelstrategie gibt es einen einfachen Begriff. Er lautet Doppelmoral. Mit Doppelmoral kann man eine Zeit lang in einer Filterblase erfolgreich sein und interessengeleitete Politik machen. Aber die Energiepolitik der viertgrößten Volkswirtschaft der Erde lässt sich mit Doppelmoral nicht gestalten. Wie viele Millionen Tonnen CO2 könnten vermieden werden, wenn wir bei der Stromerzeugung für eine Übergangszeit weiter auf die bestehenden Kernkraftwerke setzen würden? Wir brauchen diese Übergangszeit in der Stromerzeugung. Warum? Um Zeit zu gewinnen. Für den Ausbau erneuerbarer Energien, für Wasserstofftechnologie, für neue Leitungen, für Innovationen.
Wir brauchen einen Einsatz dafür, dass Genehmigungsverfahren schneller werden, dass wir in Forschung und Entwicklung vorankommen und damit durch neue Impulse unsere Energie schneller CO2 machen. Und da sei mir auch ein Satz erlaubt in Bezug auf diejenigen, die diese Klimabewegung radikalisieren. Das ist ein Anliegen der jungen Generation, das wir verstehen und unterstützen, gar keine Frage. Aber jeder junge Mensch, der einen Beruf lernt, bei dem er PV-Anlagen anschließt oder Wärmepumpen installiert, tut unendlich mehr für den Klimaschutz als jene, die sich auf Straßen kleben und sich dafür auch noch bezahlen lassen. Es geht um Respekt vor dem Rechtsstaat, es geht um Innovation. Es geht nicht darum, zu moralisieren, sondern es geht darum, diese Klimaherausforderung anzunehmen und positiv zu lösen. Es geht um die Akzeptanz des Rechtsstaats, aber auch darum, Doppelmoral in der Politik zu verhindern. Herzlichen Dank. Volker Ulrich aus der CSU-Landesgruppe, also aus der Unionsfraktion, also in ganz konkreten seinen Fall aus Bayern mit einem Beitrag. Und Nina Scheer wird die letzte Rednerin sein in dieser Debatte auf Antrag der AfD zum Thema Lützerath, Angriff auf den Rechtsstaat. Damit das nicht zu kurz kommt, dass die allermeisten weitestgehenden Proteste in Lützerath friedlich waren. Und das muss auch wirklich vorangestellt werden, weil sonst alleine der Titel dieser Diskussion heute, der Aktuellen Stunde, eine in eine falsche Richtung führen kann. Das soll aber überhaupt nicht verharmlosen, dass an den Stellen, an denen eben dieser Protest nicht friedlich war und tatsächlich Widerstand in einer Form geleistet wurde, dass man das nur noch mit Gewalt gegen den Staat bezeichnen kann, dass dies natürlich absolut inakzeptabel ist und zu Recht natürlich dann auch zur Anklage gebracht wird und vor die Gerichte gestellt wird. Und die Gerichte und niemand anders im Rechtsstaat als die Gerichte haben dann zu entscheiden und zu bewerten, welches einzelne Verhalten wirklich strafwürdig war und welches im Sinne des Rechtsstaats dann auch als Gewalttat zu verurteilen ist und sich eben nicht mehr auf dem Boden des Grundgesetzes bzw. auf dem Boden des Rechtsstaats, der unsere rechtsstaatlichen Rahmenbedingungen bewegte. Und insofern ist es auch ganz klar, ich möchte auch noch mal zitieren, das jetzt schon zweifach zitierte Zitat, aber es passt wirklich genau in diese Debatte rein. Wer mit Steinen auf Polizisten wirft, der trifft den Rechtsstaat. Das trifft es wirklich und deswegen muss auch ganz klar differenziert werden, dass eben diese Gewalt, das Gewaltmonopol des Staates, es liegt beim Staat, es muss beim Staat bleiben und das kann niemand für sich reklamieren, das für sich in die Hand zu nehmen. Und insofern ist es auch wichtig, nochmal an die Demonstrierenden zu appellieren, was denn ein Demonstrationsrecht, das ist ja ein Grundrecht, uns Menschen an die Hand gibt. Das Recht ist ein sehr hohes Recht, ein hohes Rechtsgut, was auch weite Spielräume in diesem Land hat. Und das soll auch so bleiben. Aber deswegen ist es umso wichtiger, dass man die Grenzen aufzeigt. Und die Grenzen liegen eben tatsächlich dort, und das sollte sich jeder Demonstrierende vergegenwärtigen, dass es um Meinungskundgabe geht und nicht darum, mit Mitteln der physischen Präsenz Entscheidungen, die rechtlich legitimiert sind, umzukehren bzw. das eigens empfundene Recht mit physischer Gewalt durchzusetzen. Das ist nicht mehr Meinungsäußerung und genau da endet eben auch das Demonstrationsrecht, das in unserem Staat geschützt ist. Und an dieser Stelle hat Nina Scheer diese Diskussion, die wir hier in der vergangenen Stunde erlebt haben, noch mal ganz prima zusammengefasst und auf den Punkt gebracht. Und damit sind wir am Ende unserer Übertragung in dieser Woche aus dem Deutschen Bundestag. Es geht ja nächste Woche schon gleich weiter, Dienstag beispielsweise, mit den Stellungnahmen von den Fraktionen vor den Fraktionssitzungen. Und am Mittwoch ist Befragung der Bundesregierung mit dem Bundeskanzler. Da sollten Sie auch wieder unbedingt dabei sein, Mittwoch ab 13 Uhr.